alle zusammen da draußen. Hier ist mal wieder Mobile Broadway. Und ratet mal, wo ich heute bin. Achtung, ich zeige euch mein Bild. Da, hier ist, ich glaube, sie kommt gleich. Sie kommt, ich habe sie schon gehört. Kennt ihr sie? Wo ist sie? Da kommt sie, die Hallo, Dame. Guten Morgen. Die Dame de la Grande Dame de la Chanson d'Eurovision. Wunderschön gesagt. Ja. Heute Eurovision Song Contest. Ja. Wann hast du das gehabt? 2001. Drei. 2003. Wie oft warst du schon beim Jugendlichen? Zweimal. Dabei. Also wenn man zu Lou nach Hause kommt, da ist übrigens ihr Mann, zeig mal ganz kurz. Wenn man zu ihr nach Hause kommt, dann fühlt man sich gleich ein bisschen wie im Urlaub. Bei dir mal zu Hause auch filmen darf, ja, das kommt ja nicht so oft vor. Immer nur bei den ganz, ganz besonderen Leuten. Und dann sage ich jetzt einfach mal eben noch bei Lou zu Hause und jetzt gleich im Auto. Tschüss! Ja, eben war ich noch bei der Lou zu Hause und jetzt ist sie schon hier im Auto. Herzlich willkommen, Lou Hoffner, komm rein zu mir. Hallo. Küsschen müssen immer sein. Ganz schön kalt draußen heute, ne? Ja, ich weiß. Oh. Schneid dich an. Herrlich. Ich bin hier angekommen. Ja. Darf ich sagen, wo du lebst? Ja, natürlich. In Warkhäusl. Vorher war noch strahlender Sonnenschein. Schönste Stadt der Welt. Ja, auf jeden Fall. Warkhäusl. Und dann war hier Schneeregen. Ja, Eisregen hatten wir. Oh mein Gott, nicht dachte. Nun, auch das muss sein. Ne? Wenn das doch auf meine Scheiben dann da drauf prasselt und oh Gott. Naja, gut. Aber ich glaube, nach diesem heißen Sommer dürfen wir auch ein paar Tage Regen oder Schnee haben. Alles gut. Dürfen wir haben. Alles fein. Weil du bringst ja die Sonne hier rein, ja? Ja, ja. Wir machen das Kamin an, den Rotwein auf und alles ist gut. Genau. Das brenne ich dann einfach wieder. Kamin. Wunderbar. Ja, super. Ja, du bist ja aktuell, hast ja ein Album auch am Start, oder? Ja, ich bin gerade im Studio zwischen meinen Auftritten mit Hansi Kraus, zwischen Love Letters. Und nehme ein neues Album auf mit vielen, vielen alten, schönen Liedern aus den 50ern, 60er Jahren. Und auch ein paar neuen von mir. Ah, und ja. Wie klingen die dann so? Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. So. Das kenne sogar ich, ey. Na, guck. Ja. Oder ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. So, ne? Die Richtung. Ja, cool, geil. Ja. Ja, hört sich gut an. Gut. Ja, und du warst ja beim Eurovision Song Contest. Das heißt ja jetzt Eurovision Song Contest. Mhm. Das ist ja nicht mehr Chanson. Wie hieß das mal? Grand Prix de la Chanson. Ja, d'Eurovision. Genau. Nee. Da warst du ja Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Oh Gott, kann sich kein Mensch merken. Eurovision aber schön Song Contest. War's. Ja, es war schön. Aber als du dabei warst 2003, war es natürlich auch mega. Ja? Du hast einen Song von Ralf Siegel gesungen. Ja, dann lass doch einfach mal deinen Let's Get Happy Song machen. Yeah! Ja! Und laut, ne? Und fett. Und fett. Und Gas, komm! Ja, ich geb Gas. Wunderschönes Leben. Ich darf ein traumhaftes Leben leben. Und deshalb bin ich wahrscheinlich zu 360 Tagen im Jahr gut drauf. Ja, Mutter, fahr da vorne. Ja, ne? Das sind nur wir. Das ist jetzt ein Wintereinbruch. Damit ja, haben wir du, alle wenn, nicht wenn drei gerechnet. Schneeflocken, und hast du schon mal gemerkt, besonders Frauen, drei Schneeflocken, Bremse, zack. Ja, was glaubst du, warum ich die ganze Zeit hier bremse? Und ich habe ja dich als Frau auch noch dabei. Ne? Du, ich habe noch gehört, du hättest gerne mal beim Tatort mitgespielt. Ja. Ne? Ich wäre immer gern mal Leiche beim Tatort Leiche. Gewesen. Sie wollte mal eine Leiche sein. Und die haben mich nicht genommen. Und dann sagt mein Mann, weil ich ja ein bisschen traurig war und sagt, du kein Tatort will mich. Dann sagt er, du Schatz, die kennen dich alle. Und eine Leiche muss den Mund halten. Das kannst du nicht. Und ich wähle hier schon mal rum. Fasching! Das habe ich bei ihr zu Hause gefunden. Komm, das ziehen wir mal an. Ja. So sieht das aus. Yeah. So ist das. Lalalala. Und da hinten dein Kostüm ist leider runtergefallen, habe ich gerade gesehen. Der Elvis? Dein Elvis, das hatte ich Elvis nicht hast an. Ja du an. Ja, ich habe Elvis das an. Das ist Elvis aber 2. Das war das Outfit 2003, ne, beim Eurovision ja, in Riga. Song Contest. Das war Deutschland und das war Riga. Ist sie nicht schön?
Auch natürlich ohne Friseur, bin ich gekommen. Ohne Friseur. Einer, ne? Und jetzt kopflos. Ich muss nicht schön sein, ich bin gut. Ja, du bist gut. Zeig mir, dass du gut Manu, bist. Sing. Was piepst denn hier? Kopflos durch die Nacht, ja, habe ich hier laut stehen. Auf meinem Teleprompter. Mein neuester Titel. Los geht's. Ja, yeah, los geht's. Du, ich sehe nichts mehr. Du Hoffner bei kopflos Mama Grande. Durch die Nacht. Ich lass mich vom Gefühl verführen. Und habe mir gedacht, ich könnte mein Herz nochmal an dich verlieren. An mich? Ja. Kopflos durch die Nacht ist unser Weg unendlich weit von hier. Ich hab gehofft, dass ich nochmal mit dir das Fieber spüre. Ja, typisch Schlager, ne? Das, also ich wollte gerade sagen, ich liebe Schlager. Das hört ja, es ist so. Du bist doch auch, du hast ja auch Schlagermusik. Ausschließlich Schlager. Nein, ich kann ja auch Jazz und Swing und alles. Was würdest du mir denn jetzt so empfehlen für Mobile Broadway? Johnny Logan. Johnny Logan ist natürlich hold, ein... Oh mein Gott, wie geil! Now, don't also ein oh unglaublich God. Liebenswerter Knopf. Den habe ich vor kurzem im Fernsehen gesehen. Ja, ah, süß! Ganz lieb. Ganz, mit ganz, ganz viel Gefühl. Arg, und deswegen ja. haben wir jetzt noch Gefühl on the Rocks. Ah, ja, das gibt's noch, ne? Das ja. ist ein Song von dir. Ja. Ist es Schlager? Von meinem aktuellen Album. Mit Schlager. Ja, Schlager. Ich Schlager. Schlager. Ich habe mal Schlager gemacht. It's Schlagertag. So einmal habe ich Schlager gemacht. Ja, dann machen wir jetzt doch mal nochmal einen Schlager, ne? Weil Lu, du machst ja Schlager. Ja, ich habe einmal jetzt Schlager gemacht. Einmal. Gerade für dich jetzt einmal Schlager mich, gemacht. Ja. Ausnahmsweise machen wir heute noch ein zweites Mal. Wunderbar. Schlager. Einmal Schlager. Gefühl on the Rocks. Das ist schöner, langsamer Schlager. Ja, ey, Gefühl, mit hallo. Mit so Gefühl, an. Gefühlsschlager. Ah, nee, doch kein Gefühl, Moment. Gefühl, ja genau, on the rocks. Ich war gnadenlos in dich verliebt. Jetzt haben wir früher sagen müssen. Emotionen, die sonst nur auf Leinwänden gibt. Unser Film ist zu Ende, das Drehbuch war mangelhaft. Eigentlich weine ich nie, doch du hast es geschafft. Gefühl an den Rocks, yeah. Dein Blick lässt mich kalt. Ich hab die Rechnung zu oft mit meiner Sehnsucht bezahlt. Mal was zu singen. Ja, warum nicht? Du hast so eine tolle Stimme. Magst du nicht mal mit mir ein Duell singen auf dem Album von mir? Hä, sollen wir es probieren? Oh mein Gott! Ja! Ausgemacht? Ja, ja, gerne. Nadja und Lo. Ja. Du, komm mir gerade in den Kopf. Ich mache ja jetzt ein neues Album, das wird aha im Juni rauskommen. Du bist jetzt schon wieder in der Straße, wo ich dich abgeholt habe. Ja. Das ist das Zeichen. Fährt da vorne Schatzi? Ja. Haut er jetzt ab? Nee. Weiß ich nicht. Nee, aber ich muss dich jetzt leider rausschmeißen. Ja. Ja, es tut mir furchtbar leid. Schade. Ja, wir sind in deiner Straße, ist nicht mehr so weit. Du wirst dich hier auskennen. Ich mache nachher den Navi an. Alles und fahre ich dann nach Hause. Ja. War schön mit dir. Ja, Schatz. Gefühl on the rocks. Dein Blick lässt mich kalt. Yeah. Mich auch. Let's wenn, get happy. Wenn du jetzt böse guckst oder nicht, die schmeiß ich trotzdem raus. Tschüss, Schatz. Raus mit dir. Dann geh ich. Ja, geh, Lu. Bye, geh. Bye. Bye, bye. In den kalten Winter. Auf Wiedersehen. Ja, das war die liebe Lu Hoffner. Es war schön mit ihr. Bis bald.